Jetzt ist ja bald Weihnachten und da haben Mama und Papa bestimmt 1000 Euro für dich übrig, um dir einen schönen Rechner zum Programmieren zu schenken. Nicht? Na dann zeige ich dir jetzt einfach mal, was so ein Rechner drauf haben muss, damit du damit vielleicht nicht das nächste Far Cry 4, aber bestimmt das nächste Angry Birds programmieren kannst. Und was zu gewinnen gibt's auch noch. Hallo, mein Name ist Tom und eigentlich programmiere ich Spiele für Smartphone. Und das hier ist Technik und wir sind beide richtig gute Kumpel. Wir waren zum Beispiel auch letztens auf der Karibik. Und Technik, der verlost gerne ein paar Sachen. Aber dazu am Ende des Videos etwas mehr. Und meine Spiele kannst du natürlich jetzt schon in der Videobeschreibung runterladen. Candy Bag ist echt richtig geil, sagen andere, meine Mutti zum Beispiel. Ich bin heute hier, weil mir sehr oft eine Frage gestellt wird und diese ist: Was für einen Rechner brauche ich denn, um damit programmieren zu können? Du kannst mit jedem Rechner programmieren. Ich habe sogar teilweise auf diesem kleinen 1 GHz Netbook programmiert. Es ging, aber es machte keinen Spaß. Es gibt also einen Unterschied zwischen einem Rechner, mit dem du etwas tun kannst, und einem Rechner, mit dem es Spaß macht, etwas zu tun. Und deshalb kommen jetzt meine Empfehlungen, was so eine Kiste drin haben muss und drauf haben muss, damit du damit vernünftig und flüssig programmieren und testen kannst. Es ist unglaublich erleichternd, wenn du mehr als einen Full-HD-Monitor zum Entwickeln hast. Auf der einen Seite hast du die IDE, also die Entwicklungsumgebung, und spielst und testest das Spiel. Auf der anderen Seite hast du Ordnerstrukturen und Google und suchst die ganze Zeit Sachen für Probleme, die du gerade hast. Du kannst ja auch gerne noch einen dritten und einen vierten Monitor reinstecken. Aber dann wird es wahrscheinlich auch Zeit für eine neue Grafikkarte und das ist dann wieder teuer. Zwei Monitore haben sich für mich als wirksam erwiesen. Mehr ist vielleicht cooler, aber zwei ist super. Betriebssysteme, Browser und IDEs verbrauchen von Version zu Version immer mehr Arbeitsspeicher, ohne dir dabei den Eindruck zu vermitteln, dass irgendetwas anderes besser wird. Und wenn ich entwickle, dann sind von meinen 8 GB, die ich in meiner Kiste habe, mindestens immer 5 belegt, weil ich auch noch Flash und andere möglichen Grafik- und Sound-Manipulationsprogramme offen habe, um so Assets zu schmieden. Hast du zu wenig Arbeitsspeicher, meckert dein Rechner, wird langsamer, weil er Sachen auslagern muss auf die Festplatte, die ja immer langsamer ist als der Arbeitsspeicher. Und du musst Sachen schließen und wenn du sie wieder brauchst, wieder aufmachen, das dauert alles und man wird so ein bisschen aggressiv. Deshalb hau dir mindestens 8 GB DDR-Fackspeicher rein. Gib für eine Grafikkarte 150 Euro aus und dann ist gut. Sorg dafür, dass man da mindestens 10 Monitore anschließen kann und dann ist gut. Außer natürlich, du willst irgendwie so ein richtig abgefahrenes 3D-Gewitter vom Zaun brechen, dann muss auch die Grafikkarte entsprechend geil sein. Aber das sind Ausnahmen, die ein Programmieranfänger eigentlich nicht vorhat. Klar, je schneller CPU, je schneller GPU, umso weniger Wartezeit hast du beim Entwickeln. In der Regel braucht dein Spiel zum Kompilieren 10 bis maximal 30 Sekunden und du kannst testen und spielen. Und so ein i5-Prozessor reicht eigentlich aus. Jetzt das Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Etwas Besseres beschert, dann ist das schön und toll, aber du wirst nicht wirklich schneller damit, aber alles fühlt sich ein bisschen runder an. Meistens wartest nicht du auf den Rechner, sondern der Rechner wartet auf dich. Und der Rest von der stromfressenden digitalen Kiste ist gar nicht so wichtig. Klar, du kannst ja jetzt noch eine SSD reinbauen, aber eigentlich tut es so eine 500 GB Festplatte von Oma auch. Der Rechner unterstützt dich nur dabei. Du bist die CPU, die da reinhämmert. Du bist die Grafikkarte, die Sachen erstellt und sich vorstellen kann. Du entwickelst das Spiel, nicht der Rechner. Und jetzt kannst du noch, weil mein Homie Technik so spendabel ist, ein fucking iPhone 6 gewinnen. Das braucht man ja, wenn du jetzt Spiele entwickeln willst, die auf dem iPhone 6 laufen. Willst du keine Spiele entwickeln? Willst du lieber Spiele spielen? Weiter geht es. Kriegst du eine PlayStation 4 mit GTA 5? Reicht ja auch noch nicht? Wisst was? 100 Euro Saturn-Gutschein gibt es auch noch. Aber was muss ich denn da machen? Kann ich da auch noch mitmachen? Nee? Weil ich das... Ach, ist klar. Aber du kannst es gewinnen. Irgendwo in diesem Video habe ich
raffiniert und kaum merklich ein weihnachtliches Wort versteckt. Dieses Wort ist Teil eines Satzes. Die ganze Aktion nennt sich Techmas. Das ist eine Mischung aus Technik und Christmas. Das ist also Deutsch und Englisch. Das Marketing. Auf jeden Fall gibt es noch 11 weitere Videos mit 11 weiteren Wörtern auf 11 weiteren Kanälen, die mindestens genauso raffiniert ihre Worte versteckt haben wie ich. Zum Beispiel bei Zen Chili oder bei I Know Review findest du nicht nur die nächsten beiden Worte, sondern auch noch interessante Technik-Reviews. Zum Beispiel diese Bluetooth-Boxen, die es jetzt gibt, die mich immer wunderbar an der S-Bahn erfreuen. Und hier unten auf dem gelben Knopf siehst du nochmal alle 12 Videos, in denen die Worte versteckt sind. Aber Vorsicht, du könntest mich wiedersehen. Happy Halloween!